Vor einem Jahr startete das Frauenbüro des Landkreises Waldeck-Frankenberg die Aktion gegen Catcalling. Catcalling bezeichnet sexuell anzügliches Rufen, Pfeifen oder Gestikulieren gegenüber einer Person in der Öffentlichkeit. Am Freitag war Aktionstag in Korbach in der Fußgängerzone. Internationaler Tag gegen Catcalling, heute auch in Korbach. Die Aktion läuft im Landkreis schon über ein Jahr. Was wird mit Erfahrung? Also Erfahrung ist, dass das eben kein Problem der reinen Metropolen ist, sondern auch hier im Landkreis passiert. Genau, und dass auch die Beispiele, die uns gemeldet wurden, wirklich auch sehr drastisch sind, wo man ganz klar merkt, da ist eine Machtkomponente drin, das hat nichts mit einem Kompliment zu tun, sondern ist am Ende verbale Belästigung. Mit der Aktion, auch mit dem anonymen Melden, will der Landkreis sensibilisieren, präventiv tätig werden und auch so ein bisschen Schutzraum virtuellen schaffen, weil es gibt dann entsprechende Angebote für Opfer. Genau, also mit jeder Meldung, die reinkommt, geht automatisch eine Antwort raus, wo dann eben auf Hilfsangebote hier im Landkreis, also sei es die Frauenberatungsstelle, Lautstark, unseren Fachdienst, aber auch das Hilfetelefon gegen Gewalt an Frauen verwiesen wird, genau. Es gibt Länder in Europa, da ist Catcalling, es gibt leider kein schönes deutsches Wort dafür, unter Strafe gestellt. In Deutschland noch nicht. Eine Ihrer Forderungen wäre Straftat? Also tatsächlich gibt es eine Initiative von dieser Kampagne Kein Kompliment, wo ganz viele Gleichstellungsbeauftragte dran beteiligt sind und wo es uns auch eben ein Anliegen ist, dass diese Form der verbalen sexuellen Belästigung Straftat oder zumindest eine Ordnungswidrigkeit wird. Jetzt gibt es Räume, die mehr betroffen sind. Also es kann jederzeit überall passieren. Die brauchen nur eine Fußgängerzone lang zu gehen. Aber Clubs, Schulhöfe, und da kommt man natürlich schwer dran. Ne? Ja, die Versuche haben wir auf jeden Fall gestartet. Also wie gesagt, in den Schulen haben auch alle unsere Plakate, die wir im letzten Jahr versendet haben, bekommen. In der Gastronomie, sage ich mal im weitesten Sinne, sind wir leider nicht ganz so weit gekommen, auch wenn das natürlich Orte sind, wo eine Sensibilisierung nochmal eine ganz andere Schlagkraft hätte. Schulen, habt ihr angesprochen, müssen nicht auch die Lehrkörper sensibilisiert werden, dass sie der Vertrauenslehrerin oder der Vertrauenslehrer zum Beispiel sich öffnet für Schülerinnen? Auch Schüler. Weniger, aber werden auch belästigt. Ja, aber also tatsächlich sind wir in gutem Austausch auch mit unserer Schulsozialarbeit und die sind, sage ich mal so, weitestgehend sensibilisiert, dass sie diese Form auch erkennen. Die Aktion ist mit dem heutigen Tag nicht beendet. Der Landkreis wird also weiter hier mit dem Frauenbüro diese Aktion fortführen und möglichst viele Betroffene, hauptsächlich Frauen, Mädchen und Frauen, aufrufen, sich anonym beim Landkreis zu melden. Genau, also das Angebot besteht weiterhin und dieser Aktionstag, der jährt sich ja im Prinzip auch jedes Jahr wieder, immer am zweiten Freitag im Juni und da werden dann eben auch deutschlandweit immer Aktionen gefahren, so wie wir das hier heute machen.